Was geht YouTube? Nupi am Start und ja, ich mache heute mal ein Gameplay von der Red Trophy Königin oder besser gesagt Queen, wie wir es die meisten sagen. Ja, ich habe es auch ein paar Mal gespielt, diesen Helden. Diesen, ja, was bin Deutsch? Diesen Helden. Es ist ziemlich lustig. Ein Tank ist es. Ist aber ziemlich schwer zu spielen. Da können Sie schon sehen, rechts oben ist die kämpferische Pose. Da kann man wechseln. Da seht ihr zwischen der festigenden Pose. Da ist man aber extrem langsam, wirklich. Man hat zwar halt Reichweite und so, aber ich verwende es nicht so oft. Vielleicht nur um die Giftspeien zu verwenden. Dann kann man viel weiter halt schießen. Dann gibt es auch noch einen Glitch dazu. Den zeige ich euch dann später, wenn ich wieder genug Geld habe. Okay, dann stürzen wir uns mal ins Spiel. Ich würde gerne wissen, was ihr von diesem neuen Helden haltet. Ob ihr es wirklich gut findet, dass Gameloft die ganze Zeit immer neue Helden rausbringt. Oder wollt ihr neue Maps? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich antworte auch auf die Kommentare. Und ja. Ist ein Tank. Angriffsschaden ist magisch. Und ja, was soll ich sonst sagen? Okay, die brauchen dort, glaube ich, Unterstützung. Soll ich in die Lane oder? Was machen die dort oben? Ja, ich gehe die mal. Ah, Kumpel, nein, 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 nein. Komm, 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 cooldown, cooldown, cooldown. Komm her, Mann, komm her, renn nicht weg. Ah, und bei dieser Fertigkeit halt, wenn man es hintereinander halt dreimal auf dasselbe Ziel halt trifft. Ah! Das hasse ich bei dem Schlachttechniker. Da kann er einfach so drüber springen von diesen Gebüschen und so, genau wie Savea, mörderische Nomade. Ist zwar cool, aber manchmal nervig, wenn sie entwischen. Da hilft nur stumm machen. Aber leider habe ich keine Fähigkeit, mit der ich die stumm schalten kann. Oh, Aria. Die wurde so OP nach dem Update. Da halte ich mich lieber fern von ihr. Noch so ein Bug bei der gibt es die erste Fähigkeit von ihr, von diesem halt, von der Queen, die kann man nicht halt verbessern. Es war ja immer so bei den meisten Helden, man verbessert zum Beispiel die erste Fähigkeit, dann die dritte oder zweite, dann kann man wieder gleich die erste, aber bei dem hier geht das nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht ob es vielleicht zu stark wird oder so, kann sein, dass sie es dann bei dem so rausgemacht haben. Ich weiß es nicht. Ah, und das Beste, ihre Fähigkeiten verwenden kein Mana. Was Besseres gibt's nicht. Deswegen ist der zweite Skill so geil. Man kann immer hintereinander spammen die ganze Zeit. Ja, spring weg schon wieder.
Ah, Glückspilz. Ich langweile euch bestimmt. Hätte ich einen Kumpel oder so, wäre es viel witziger. Ihr könnt mich auch adden, wenn ihr wollt. Im Spiel heiße ich Noob 115, alles klein geschrieben, Noob 115. Könnt mich adden, wenn ihr wollt. Geh aus dem Weg, du Vollidiot! Oh mein Gott, geblockt vom eigenen Teammate. Was Besseres gibt's nicht. Mann, Mann, Mann. Das passiert, wenn man unkoordiniert spielt. Das Problem ist, dass die meisten Spieler nicht einmal Englisch verstehen. Also Englisch sollte man eigentlich schon können, damit man sich wenigstens halt verständigen kann. Ah, ich hasse Aria, ich hasse sie einfach nur. Die Reichweite ist so was von. Ah, das ist so nervig. Nervt euch Aria nicht auch? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Meiner Meinung nach ist es wirklich zu overpowered. Und ja, da haben wir es. Ja, komm her, komm her. Mann, ich würde dir so gerne reinrushen jetzt, aber ah, das ist intens, intens. Ob Kagax was ausrichten kann? Dafür macht die zweite Fähigkeit aber nicht so richtig viel Schaden. Nur 60 plus 11. Hm. 80 plus 16. Am meisten macht das hier, glaube ich. 140 plus 18. Und Feinde um sie herum werden nur 40% verlangsamt. Wie lange verlangsamt, das weiß ich nicht. Die Aria in meinem Team ist nicht sehr angriffslustig. Was für Items hat die? Ah, komm. Keine besseren Items. Sorry, falls ihr im Hintergrund irgendwas hört. Mein Bruder redet so laut. Komm, komm, komm. Habt ihr mitgezählt? Wie viele Sekunden waren das? Naja. Aber sie waren schon ziemlich lang verlangsamt. 40% ist nicht wenig. Und wenn ich den Ult halt benutze, da werde ich um 90% langsamer. Oh Mann, oh Mann. Und Angriffstempo um 50%. Warum sollte ich das bitte verwenden? Echt, echt, echt. Was haben die sich bei diesem Helden gedacht? Das ist doch scheiße. Wer will das bitte verwenden?
Ich bereue es irgendwie ein bisschen, dass ich den hier gekauft habe, aber was soll man machen? Lauf! Lauf, Forest! I'm Batman. I'm Batman. Oh, ah, die Reichweite ist aber schon richtig hoch. Wow, schaut sich den Schaden von unserem Ari an. Wow. Oh, dieser Arya in unserem Team macht wirklich gar keinen Schaden, ey. Ich glaube, dieses Spiel haben wir schon verloren. Arya, you suck! Stimmt ja auch. Der ist der Carry in unserem Team, hat keine Ahnung, wie man spielt. Mann, was für ein Item, so ist das. Oh, anstatt dass er sich Facebreaker oder so irgendwas kauft. Ja, wie auch immer. Ich war auch mal ein Noob, also sage ich nichts. Und was für ein Noob ich war. Das sollten wir mal verbessern, da wird unsere physische und magische Abwehr erhöht. Ja. Ich wusste, ich hätte Dresno verwenden sollen. Ach, egal. Damit ihr mal einen Vorgeschmack von diesem Helden bekommt, damit ihr seht, wie er ist. Wow, na toll. Lauf, Forrest, lauf! Die meisten, die Aria oder so verwenden, die tun immer die Tank-Skills verwenden. Was für ein Schaden war das bitte? Der macht ja rein gar keinen Schaden in unserem Team. Yep, wir haben verloren. Keine Chance. Was da? Ah, ich wette, der ist keine Ahnung, was für ein Level. Der macht keinerlei Schaden. Auch wenn er Level 40 ist, das reicht immer noch nicht. Man muss genug Geld haben, um die Tablets zu kaufen. Die Skillseiten. Was für Tablets hat der? 71 plus 206 Schaden. Noch besser geht's nicht.
ob wir gewinnen können, ich weiß es nicht. Das wird unmöglich. Boah, was kauft er sich? Der kauft sich nur Geschwindigkeit, Mann. Was soll das? Will er sich etwa Wächterflüstern kaufen? Oh Mann, wir haben sowas von verloren. Ach egal. Dabei sein ist alles. Soll ich im Hintergrund Musik abspielen? Das frage ich mich. Damit es nicht so langweilig ist. Die sind beim Drachen. 100 Pro, die sind beim Drachen. Die sind zu lange schon weg. Okay, der Drache lebt. Er hat verlassen. Oh mein Gott, ist das zu fassen? Der hat verlassen. Vielleicht haben wir doch eine Chance. Okay, wir haben keine Chance. Ah! Hilfe! Mann, hilft's mir doch, was ist mit denen los? Oh, er ist wieder online, schade. I catch you in here, I catch you in here. Mann, geh weg. Der nervt. Oh, was für ein... Oh Mann, ey. Ich bin ein Tank, was soll ich machen? Ich kann keinen Schaden machen. Mann, wir haben sowas von verloren. Keine Chance. It's impossible, Mission Impossible. It is impossible. Oh Mann, Leck, was war das für ein Leck? Ich bin doch nur ein Tank, was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht haben manche schon Queen gekauft und so. Aber meiner Meinung nach ist Arya viel mehr überlegen. Keine Chance. Die Reichweite, wenn man sogar erhöht von Arya. Man kann einfach den Turm angreifen, ohne dass der Turm halt... Ah, sollen wir kapitulieren? Was sagt ihr, Leute? Soll ich kapitulieren? Ich einfach ablehnen. Diesmal entwischen wir nicht. Und ja. Ah, sorry Leute, ich habe versagt. Ah, so ist das eben. Hat man schlechte Spieler im Team, hat man schon verloren. Okay, ich bin auch schlecht, ich gebe es zu. Aber nicht schlechter als diese Arya in meinem Team.
Yep. Kommen wir uns jetzt ein bisschen Schaden. Ich weiß nicht, wie ihr mit Retrify umgeht, halt welche die ihr es habt. Spielt ihr auch so tanky mit ihr oder tut es ja lieber Full Damage machen? Hab noch nicht den richtigen Spielding gefunden für das. Diesmal stirbst du! Oh Mann, keine Chance, der macht viel zu viel Schaden. Das ist. Und nicht einmal unser Ding, Kagax hat eine Chance. Mit keine Chance meine ich, er ist schlecht halt. Er hat keine Ahnung, wie man spielt. Okay, er hat eine Ahnung, aber naja. Yep. Ah, der hat schon die Claymore, Bogen, ach, der hat schon ausgesorgt, keine Chance mehr. Hätte ich einen ordentlichen Carry-Helden gewählt, dann hätten wir gewonnen. Aber die Carries in meinem Team sind gerade, naja, nicht die besten. Mach einen Double Kill, Kumpel. Ich krieg dich, Mann, ich krieg dich. Selbstmord! Oh. Und ja, wir haben verloren. Kapitulieren? Das sind 2 Minuten. Jupp. Das war's. Es tut mir leid, wenn ich euch enttäuscht habe. Es tut so leid. Ah, was soll's. Ja, Kagax, mach ihn. Mann. Will jetzt keine Runen dafür verschwenden, weil ich weiß, dass wir sowieso verloren haben. Ah, ich wusste, ich hätte Dresno nehmen sollen. Ich wusste es einfach. Und ja, schaut euch die Reichweite an. 2 Sekunden lang gelähmt, stehen bleiben, keine Chance, man ist schon fertig. Wenn man nur 13 Meter in Reichweite ist, hat man schon keine Chance mehr. Und das war's. Niederlage. Oh Mann. Okay, dann, das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob es gut war, ob es schlecht war. Und das Spiel ist abgestürzt, klar. Okay, dann, Leute, bis zum nächsten Mal.